Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2 in der Multiplayer Beta. Die ist ja jetzt für alle verfügbar. Jeder kann also mal jetzt einen Blick reinwerfen. Und ich zocke das Ganze jetzt hier auf der Xbox One, weil ich das mit einem Kollegen gerade gezockt habe. Wir sind übertriebenst abgegangen in dem Modus hier. Meine absolute... Moment, kurz. Meine absolut beste Runde war jetzt gerade mit 52 oder 53 Kills. Und mit einer Klasse, die wirklich overpowered ist. Das müssen sie unbedingt patchen. Ich werde euch das gleich zeigen. Ich muss sie nur freispielen. Und ja, Leute, wie gesagt, ihr könnt sie jetzt auch mal abchecken. Checkt die auf jeden Fall mal an, zockt sie mal an. Und schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie euch das bisher gefällt hier, die Beta. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei euch so ankommt. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, dass mir das Ganze spielerisch extremst gut gefällt. Ja, das macht übelst Laune, nur ist halt viel zu wenig Content. Da bin ich auch ganz ehrlich, viel zu wenig Content für eine Beta, die vor allem so viele Tage geht. Wäre wünschenswert, wenn sie dann doch vielleicht nochmal um die Ecke kommen würden. Mit einem anderen Modus. Oder einer weiteren Map. Das wäre schon sehr, sehr sexy. So, warte mal. Wir rennen jetzt einfach mal einmal rum. Ich muss nämlich Punkte machen. Kann er nicht so abkacken. Jawohl. Yes, sir. Oh, yes. Ach ja. Okay, okay, Moment. Und was wollte ich noch sagen? Achso, vielleicht wissen das noch nicht alle, die jetzt das gerade gucken, dass hier der Strike-Modus, der funktioniert ungefähr so wie Fracht, nur dass halt eine Seite ein Objekt beschützen muss und die andere muss es klauen und nicht beide gleichzeitig. So. Es ist nur... Kommen die oder schaffen die es gar nicht mehr da durch oder was? Oh, oh, oh. Wow, 4er Killstreak oder was, Bruder? Mach schnell weg hier. Den Punkt habe ich. Okay. So, ich will nämlich unbedingt den Rocket Trooper freischalten. Der ist nämlich auf dieser Seite hier absolut overpowered. Absolut overpowered. Meiner Meinung nach absolut overpowered. Ich habe es nur mit dem geschafft, 52 Kills zu holen. Und weil die Waffe einfach so krass reinschlägt, finde ich auf jeden Fall nochmal ein Stück besser als den Rocket Trooper der First Order. Einfach wegen dem Gewehr, weil das Gewehr von diesem Rocket Trooper auf dieser Seite hier... Ich will die ganze Zeit Rebellion sagen, aber ist es immer noch die Rebellion oder wie heißt es? Föderat... Nee, ach komm ich immer... Ich komm viel... Ich und Namen, wa? Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Immerhin, weil ich noch meinen eigenen... Aber die kommen ja gar nicht so weit nach vorne. Die werden ja schon hinten alles... Hinten alle abgeschlachtet. Ein bisschen langweilig hier. Die haben ja no chance. Die haben ja no chance. Jetzt kommt er mal raus hier. Schlümpfe, ey. Jawohl. Granatengold, Johnny. Granatengold, Johnny. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, ich möchte mich erstmal auch nochmal hier, ich habe es im Stream schon zwar gesagt, aber auch nochmal hier in Videoform bei euch bedanken für eure Unterstützung bisher. Dass ihr das so gut bewertet habt, dass ihr da am Start seid. Die Streams machen auch Laune. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, wenn die Vollversion draußen ist, dass wir dann auch mehr Content haben. Denn jetzt so mittlerweile komme ich schon ein bisschen besser klar mit diesem Modus hier. Ja, es macht schon auf jeden Fall mehr Bock als am Anfang. Aber ich sag's euch gerne hier auch nochmal. Ich finde die Map hier, ich finde die Map nicht wirklich stark. Also, ich finde die Map nicht wirklich stark. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Ja, der Killer Tom hat dann natürlich die gleiche Idee.
Der läuft hier auch mit dem Rocket Trooper durch die Gegend. Ich würde ihn euch ganz gerne nochmal zeigen. Ich habe es auch nochmal jetzt hier auf der Map geschafft, mit dem Wookie ein bisschen besser klarzukommen. da stand ich dann auch eklig auf der Mauer, hab das Ding hier verteidigt, aber was sollen wir machen? Wir müssen das ja verteidigen. Und hab da hinten auf der Mauer einfach jeden da weggerotzt, weil wenn du den, wenn du die Armbrust so geil auflädst, kannst du die One-Hitten, wenn du dann natürlich... What the fuck? Warum ist die in der Luft explodiert? Genau. Kannst die, schön mies One-Hitten. Was da? Da musst du sofort weg. Sorry! Kommt hier jemand durch? Oh, den habe ich ganz gut gehört. Wow. Ah, das war ein Rocket Trooper. Let's go. Jetzt hat ein anderer das Ding, oder? Ich würde euch den gerne zeigen. Ich spare nochmal einen Tod, spare ich das nochmal auf. If so play. Müssen wir mal drauf achten, ob der stirbt. Wenn er tot ist, bringe ich mich einfach ganz schnell um und schnapp mir den mal. Ich will euch den einfach mal zeigen. Den müssen sie, wie gesagt, da bin ich 100% der Meinung, der muss runtergepatcht werden. Wenn du nämlich gut schießen kannst mit dem Teil, schießt du die Leute mit 2-3 Schüssen kaputt. Spätestens 3 Schüsse. Und das aus einer übelsten Distanz. Hinter mir, Mist. Alessio! Na, Hauptsache Alessio geht's gut. Komm, wir treten den dummen Trend wieder los, Mann. Wo jeder Affe das reingeschrieben hat, weil er dachte, ich bin so lustig. 5 Millionen Leute vor mir haben den Spruch gebracht. Jetzt muss ich ihn auch bringen, um dazu zu gehören. Ach ja. Ja, war es doch gerade, oder? Alessio. The package has been dropped. Throwing grenade. Throwing grenade. Ach nee, einer von mir ist ja da. Lebt er noch? Ja, da ist er noch. Macht ihn mal kalt jetzt, Jungs. Mist, ey. Mein Typ lebt immer noch. Das ist uncool. Have one of these. The package has been returned. Tötet ihn doch. First order has the package. Intercept that carrier. Ei. Er stirbt nicht, er spielt ihn auch saugut. Mist, was wäre der Verreckte. Player damaged. So, gut. Alessio wieder, oh yes, jetzt werde ich mich rächen, aber... Jawolski, Brudi! Ah. Ja, aber ey, das war schon krass. 52 Kills, ich hätte es sau gerne aufgenommen. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Punkte hatte ich, Alter. 28.000? Ne, 20.000 oder so? Ich weiß gar nicht. Irgendwie so. So, räumen wir nochmal ganz kurz ein bisschen auf hier. Mr. Wookie, Mookie, Schwookie, Alter. Go, go, go! So. Und dann zeige ich euch auch mal, wie man eklig hier das Ding verteidigen kann. Zack. Habt ihr gesehen? Habt ihr es gesehen? Mittlerweile, wie gesagt, komme ich auch mit dem besser klar. Das ist uncool gewesen. Wupp, wupp.
Double Assist. Tja, was soll man machen, Leute? Was soll man machen? Der Shit gehört zum Spiel. Was? Das müssen sie auch meiner Meinung nach auch ändern bei der Map. Deswegen gefällt sie mir halt auch nicht. Also nicht so wirklich, weil es ist halt schon eklig. Die Leute müssen, wir machen genau das, was wir machen müssen, vom Spiel vorgegeben. Wir sind hier, verteidigen das Ding und müssen es beschützen. Das ist unsere Aufgabe. Also das, was ich mache, ist so gewollt vom Entwickler. Ich will hier die Base verteidigen, damit sie nicht an das Ding rankommen. Aber es ist halt für den Gegner, es ist einfach übelst undankbar. Die checken das auch nicht, die holen mich auch gar nicht weg. Jo, alles klar. Alter Schwede. Also die Seite hier, die Rebellionsseite, sag ich mal einfach jetzt, die ist so im Vorteil auf der Map. Übelst im Vorteil. Die ist so krass. Unfassbar, Leute, was soll ich dazu sagen? Also gut, ich wollte euch eigentlich den Rocket Trooper zeigen, jetzt habe ich euch den Wookie gezeigt. So ein bisschen, auch den Strike-Modus haben wir jetzt nicht viel gesehen, weil sie einfach nicht in der Lage waren, durch unsere Verteidigung das Ding wegzubringen. Wie gesagt, ist es halt wirklich als First Order hier anzugreifen, immer wieder anzurennen und dann zu sterben, ist halt wirklich sehr undankbar. Gibt es meiner Meinung nach noch ein ordentliches Balance-Problem. Weiß nicht, was man da machen kann. Weiß nicht, wenn man das oben komplettes Dach sperrt, ob das die Lösung wäre, ich weiß nicht genau. Naja, gut, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein an dieser Stelle. Wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen, lasst es mich gerne wissen. Unterstützt es gerne mit einer Bewertung. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Modus, von den Klassen und allgemein von der Map auch im Zusammenhang mit dem Modus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Danke fürs Zusehen. Wir hören uns. Hau rein und tschüss.